Also viele Betroffene haben in den frühen Stadien der Erkrankung sehr unspezifische Beschwerden. Das ist von einem Druckgefühl, Schmerzen im Oberbauch und Gewichtsverlust und werden über eine längere Zeit daraufhin symptomatisch behandelt, ohne die tatsächliche Ursache zu erkennen. Also wenn Warnsignale auftreten, wie gesagt, bei der Gelbsucht reicht dieses eine Warnsignal, bei den anderen Symptomen ist das im Zusammenhang von zwei oder mehreren Beschwerden und Warnsignalen zu sehen, sollte eine weitere Untersuchung gemacht werden. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung, die in den Frühstadien mit konventionellen Untersuchungen, dem Blutlabor oder einem Ultraschall des Bauches selten bis nicht zu erkennen ist und es bedarf, wenn man den Verdacht hat, hier schon detailliertere Untersuchungen wie zum Beispiel die kontrastmittelverstärkte Computertomographie. Insbesondere wenn bei einem Betroffenen mit solchen Beschwerden ein oder mehrere Risikofaktoren vorliegen, das ist eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung in der Familie, im nächsten Verwandtenkreis der Eltern oder der Geschwister, das ist bei Patienten und Patientinnen, die an Bauchspeicheldrüsenentzündungen leiden oder gelitten haben. Das ist bei Menschen, die rauchen, die übergewichtig sind. Hier liegt ein Risiko vor und sollte, wenn noch zusätzlich Warnsymptome auftreten, tunlichst abgeklärt werden.